Nee, die haben genug Waffenteile. Nehmen wir die Munition noch mit. Denn wir haben ja so wenig Munition zu Hause. Bringen wir auch nochmal alles da vorne hin. Gucken wir uns echt die Konsum, was wir auf dem Berg mitnehmen wollen. So, alles ablegen. Gucken wir noch schnell oben hier. Was hier oben in den roten Räumlichkeiten noch finden. Sehr schön. Pseudokräutermedizin. Bandagen, sehr gut. Alles mit. Mode mitnehmen. 1:30 Uhr Zeit haben wir auch noch. Wieder zurück. Aber sie ist nicht mehr traurig, wie wir gerade sehen können. Katja ist nicht mehr traurig. Das ist da auch was wert. Zwei Uhr zehn. Machen wir mal nach oben, springen hier runter und gucken, was wir da noch finden. War hier noch was? Yep. Hier können wir uns eine kleine Abkürzung aufbauen. bauen. 2:30 Uhr. So, haben wir schon mal eine kleine Abkürzung gebaut. Nehmen wir auch mit. Hier gibt es so viel, Leute. Und das Bordell ist auch riesig. Nehmen wir mit. Jetzt reicht es schon wieder. Gucken, ob wir noch was stapeln können. So. Das war's erstmal, würde ich sagen. Gibt es ja noch mehr, aber jetzt entscheiden wir uns erstmal, was wir mitnehmen wollen. Wahrscheinlich wird es eher auf Tauschgegenstände rauslaufen. Also in 2 Tagen kommt nochmal der Händler wieder vorbei. Wir nehmen mit die wertvollen Gegenstände, zum Beispiel Kräutermedizin, der Tabak, der Zigaretten herstellen können. Selbst Zigaretten können wir mitnehmen, 20 Stück, 11, 14. Also an Zigaretten hapert es bei uns jetzt diesmal nicht. Was nehmen wir jetzt noch mit? Schrottteile haben wir gesagt. Bräuchten wir. Schrottteile können wir mitnehmen. Das sind sehr wertvolle Gegenstände. Die würde ich nicht gerne hier lassen wollen. Dann können wir uns jetzt hier noch entscheiden, dass wir noch einmal Schrott mitnehmen. Ja. Man muss halt anders priorisieren, wenn man andere Leute hat. Wenn man Marco hätte oder Boris, natürlich, dann würde man was geht halt an Material mitnehmen. Aber mit den Leuten, die wir jetzt haben, müssen wir halt anders priorisieren. So, und jetzt den ganzen Schreck nach Hause schieben. Das wäre eine gute Idee, wirklich. Den ganzen Schreck nach Hause mitnehmen. Ey. Eindämmung der Kriminalität. Na, wenigstens etwas. Seht euch die ganzen Dinge an. Ich wünschte, ich würde jede Nacht so viel mitbringen. So, was geht weiter ab? Das gibt's doch nicht. Lässt man einmal Roman daheim alleine, ja? Roman hat gegen Bruno gekämpft. Als wir nicht schon genug Schwierigkeiten hätten, Roman geriet in einen Kampf mit Bruno. Ja, wir haben genug Zigaretten, eigentlich müssen den Leuten gut gehen, aber anscheinend muss ich jetzt langsam mal dafür sorgen, dass wir eine Gitarre haben, damit die Leute sich ablenken können. Also, Roman ist echt ein ziemlich übler Zeitgenosse. So, zwei Leute haben Hunger. Heute gibt es aber noch kein Gemüse. 3 Leute. Okay, wir müssen 3 Mahlzeiten machen. Bruno, koch bitte mal für deinen besten Freund eine Mahlzeit. Es ist 16 Grad. Wir müssen jetzt demnächst mal wahrscheinlich auch... Shit. Also wir haben jetzt momentan enorme Probleme an Material. Wir brauchen unbedingt Material. So, Bruno wurde leicht verletzt und Roman ist nicht verletzt.
Naja, wir haben ja Darmbinden da, wir können uns also verbinden. Aber natürlich muss man da damit rechnen, ne, wenn man Roman im Team hat. So, dann stellen wir Essen her. Wir brauchen drei Mahlzeiten. So, können wir hier nochmal unseren Ofen füttern. Ist irgendwer nicht so hungrig? Siehst du, du kannst schlafen gehen. Leg dich schlafen. So, du isst bitte was. Bruno, du bist müde, leg dich hin. Du brauchst gar nicht so weit wegrennen. Arisa, du isst auch was. So, Roman, leg dich hin. Haben wir noch einen Filter? Haben wir nicht. Kann er auch schlafen. So, wer ist an der Tür? Ich habe etwas für Sie. Nein, ich wette mit euch, der gibt mir jetzt Gemüse. Hören Sie mir bitte zu. Ich habe meinen Garten geplündert und habe fünfmal Gemüse für Sie. Wir leben mehrere Blöcke von hier entfernt. Wir haben gesehen, dass Sie in diesem Gebäude Unterschlupf gefunden haben. Als Nachbarn wollen wir vorbeisehen und Hallo sagen. Wir haben Gemüse aus unserem Garten mitgebracht. Guten Appetit. Und das sagte er heute, wo ich heute drei Mahlzeiten hergestellt habe. Naja, vielen Dank. Na, dann haben wir erstmal Gemüse wieder. Ist ja auch nicht verkehrt. So. Können wir denn noch irgendwas herstellen? Nee, wir haben viel zu wenig Schrottteile. Aber halt eine Menge anderes Zeugs, ne? Gut. Dann legt euch mal hin. So. Lesen wir mal, was haben wir denn hier? Ein paar Gedanken. Zum Glück ist unser Unterschlupf ein Ort, wo wir eine Ruhepause vom Krieg einlegen können. Wir haben einen Sessel, doch es fehlt uns an Stühlen. Wir haben Betten und können unter vernünftigen Bedingungen schlafen. Falls jemand krank oder verletzt wird, haben wir einen Ort zum Ausruhen. Wir haben kein Radio, wir wissen nicht, was in der Stadt passiert. Wir sind froh, dass wir einige Bücher haben. Lesen hilft einem, die Schrecken des Krieges zu vergessen. Hier zu bleiben gewährt uns mir eine kurze Ruhepause in diesen schwierigen Zeiten. Wir brauchen 9 Zigaretten pro Tag und eine Tasse Kaffee pro Tag. Alle Löcher in unseren Wänden wurden mit Brettern zugenagelt. Kleinere Angriffe sollten wir abwehren können, selbst wenn wir im Schlaf überrascht werden. So, wir können hier mal gucken, ob wir ein Radio herstellen können. Das ist ja auch immerhin Musik. Ja, wenn wir dort den klassischen Sender anmachen. Können wir denn ein Radio herstellen? Können wir nicht. Uns fehlt genau ein Schrottteil. Ein Schrottteil fehlt uns. Na gut. Dann können wir auch in diesem Tag nicht besonders viel tun. Morgen kommt der Händler. Werden wir den Tag beenden. So, im Bordell haben wir noch eine Menge zu tun. Wir werden wieder Katja auswählen. Sie ist leicht krank. Und hoffen wir mal, dass Roman sich mal ein bisschen zusammenreißen kann. Lassen wir Roman im Bett schlafen und stellen die beiden als Wache auf. Aber warte mal, die Kriminalität wurde eingedämmt. Den da würde ich sagen, soll Roman Wache stehen und die anderen beiden schlafen. Ne? Bordell vorbereiten. Und gucken, was wir da noch liegen lassen haben. Mitnehmen tun wir eine Säge. Eine Säge nehmen wir mit. Die wollen lieber Stühle als Sessel. Ja, ich weiß auch nicht, aber anscheinend scheinen Stühle doch nicht unterbewertet zu sein. Gucken wir nochmal hier, was hier drin ist. Haben wir im Extra nochmal eine Säge mitgenommen. Gucken, was wir hier finden. Biografie. Meine Freunde sind sehr hungrig. Sie mit Essen zu versorgen, sollte meine Priorität sein. Tag 20, also jetzt heute. So, was haben wir jetzt hier? Okay, das ist Müll. Leute, wir haben die Gitarre. Wir haben die Gitarre, Leute. Und das ohne den Supermarkt ohne zum Supermarkt zu gehen. Gut, legen wir das mal alles wieder ab. Wir haben die Gitarre, die denken wir auch. Die wollen wir mitnehmen. So, was haben wir hier noch?
so. Dann waren wir da ganz oben. Warte mal, hier war noch was. Hier war auch noch was. Oder? Habe ich mitgenommen. Aber hier war noch was. Genau. Endlich Musik. Mitnehmen. So, erstmal alles unten wieder parken. Und dann schnellen wir uns zum Schluss den Schrank. In die Taille und nehmen den ganzen Schrank mit. Ja, also. Das mal eben so mitnehmen, das wäre echt super. Da hätten wir auch wieder Material. Daheim. Gucken, was wir noch alles übersehen haben hier. Dann haben wir hier nach ganz oben, denn hier gibt es einen Raum. Ah ne, den haben wir geöffnet von der anderen Seite. Der war vorher zu. Was haben wir hier? Wir mussten auch von hier aus betreten. Cool, Medikamente. Sonst noch was hier in den Räumen liegen lassen. Hier haben wir noch was in dem Schrank. Also wenn Winter kommen sollte, müssen wir unbedingt hier nochmal mit einer Axt herkommen. Denn hier haben wir eine Menge Brennholz. Gott, so viel Sachen hier im Bordell, unglaublich, oder? Das kriegen wir alles gar nicht mit. So, nehmen wir alles mit, was mitgeht. So, ich bin hier, sind wir vorhin runtergesprungen und haben dann im darunterliegenden Stockwerk geschaut. Gucken wir hier nochmal, ob hier noch was liegt. Holz. Haben wir aber auch schon gerade voll. Hier oben. Oh mein Gott, Leute, das Bordell. Richtig viel Materialien. Das haben wir eine Menge Material. Munition ist noch hier oben. Und hier ist auch noch eine Menge versteckt. Ist die Frage, erinnert man nach oben? Oder reicht das für uns? Fragen über Fragen. Legen wir alles hier rein. Wie viel Holz man pro Tag braucht, kommt immer auf die Jahreszeit an, ja? Wenn wir jetzt einen Ofen hätten, oder wenn wir Winter hätten, müssen wir da ganz schön Holz reinbuttern. Da muss man für jedes, sag ich mal, für jede Mahlzeit, die man kocht, braucht man Brennstoff, braucht man auch Holz für, oder man hat halt vorher Holz eingesammelt. Kommt immer auf die jeweilige Jahreszeit an. Und halt, wie oft gekocht wird. Also Holz ist eigentlich eine ziemlich... Wow! Das ist wirklich viel. Eine Abstellkammer unten, Leute, hier. Je nachdem, wie man lebt, sag ich mal, braucht man Holz oder Sachen herstellt. Holz ist ein Grundmaterial, was man auf jeden Fall benötigt. Na gut, die Abstellkammer habe ich hier ganz übersehen, muss ich sagen. Nee, dann jetzt halten wir mir zu knapp, jetzt mal auf dem Dach nochmal alles abzusuchen. Wir müssen uns jetzt entscheiden, was wir mitnehmen wollen. Also für die Gitarre müssen wir wahrscheinlich auch ein bisschen Holz und ein bisschen Schrottteile aufbringen. Deswegen würde ich, glaube ich, vorschlagen. Aber andersrum, nee,
Franco kommt heute. Tag 21, Franco kommt. Wir nehmen also eine Wertgegenstände mit. Wertgegenstände, die Gitarre wäre wichtig. Alter, Leute, gucken, was wir hier drin haben. Wir haben noch nicht mal alles gefunden. Ja, die Gitarre ist Pflicht, die war mit. So, Medizin nehmen wir mit. Kaffee, warum nicht? Holz. Mein Gott, so viel. Na, was soll's, nehmen wir hier noch die Schrottteile mal mit. Okay, machen wir uns ab nach Hause. Franco kommt ja jetzt eh demnächst, also jetzt hier am Tag vorbei. Dann können wir da nochmal handeln mit Katja. Aber genug haben wir erstmal. Materialien für Ziel retten. Du hast ja 9 Stück am Tag. Aber ich glaube, wir haben noch 22 oder so. Und dann haben wir auch übelst viel eingesammelt. Also wir haben richtig viel eingesammelt. Du kannst ja noch die nächsten 10 Tage plündern gehen. Ja, also da kann man echt noch lange hingehen. Allerdings können die Sachen auch geklaut werden. Ne? Es ist also nicht immer gesagt, dass die Sachen auch da bleiben. Oder später, wenn richtige Kriminalität ausbricht, dann ist es auch so, dass manche nicht mehr begehbar sind, dass die Straßen quasi gesperrt sind für Zivilisten. Und dann kann es auch sehr gut passieren, dass die Sachen dort verschwinden, ne? wenn die Straßen wieder frei sind. Denn wenn das Militär sagt, für die Zivilisten werden verschiedene Teile der Stadt abgeriegelt, dann heißt es einfach nur, dass die dort plündern gehen. Ne? So. Eine ruhige Nacht. Keiner hat rumgeschlagen. Dann würde ich sagen, das Erste, was wir jetzt heute tun, ist eine Gitarre herstellen. So, wir haben eine Person, die sehr hungrig ist. Aber wir haben jetzt ja Gemüse. Wir haben sogar ordentlich Gemüse. Würde ich sagen, stellen wir euch noch für die nächsten Tage Essen her. Das Essen von der Falle können wir auch schon mal einsammeln. Bruno, wo bist du? Komm mal her, stell mal Essen her. Nee, Essen. Du machst hier die Falle weiter bestücken. Nimmst eine Konservendose dafür. So, Bruno, da leg mal los hier. Essen. 10 Mahlzeiten müssten für ein paar Tage reichen, würde ich sagen, ja? Ja, 9 Grad, wird langsam kalt, wie wir es davor geahnt haben. Dann gucken wir doch mal, ob wir den Ofen heute verbessern. Das Thermometer habe ich schon hergestellt. Wir brauchen also Schrottteile. Sobald Franco kommt, werden wir uns Schrottteile organisieren und den Ofen. Wo ist denn die Sackkarre, wo man eine braucht, ja? Noch müde hier. Dann noch, oh Mann, leg dich hin. Arisa, du bist traurig. Setz dich in den Sessel. So, du bist sehr hungrig. Dann hat sich schon mal nach oben begeben. Und schon mal Startler machen. Gleich kommt der Händler. Da ist er. So. Leicht verletzt. Dann verbinde dich. Katja nehmen wir mit zum Handeln. So, Hauptpriorität wäre dann hier erstmal Schrottteile, damit wir den Ofen verbessern können. So, Schrott hat er da. Dann würde ich sagen, hier, was verkaufen wir? So viel Pumpguns brauche ich nicht. Nehmen wir erstmal Schrottteile. Holz. Handeln. Weiter geht's. Was haben wir noch an Waffen da? Ja, 2 Pumpgun zu Hause, würde ich sagen, reicht. Nehmen wir noch mehr Holz. Das Wasser können wir gebrauchen. Zahnräder, brauche ich wirklich Zahnräder? 36 Stück? Eigentlich nicht. Würde ich sagen, nehmen wir noch Tabak. Handeln. Lass Arisa Gitarre spielen. Ja, das können wir gleich machen.
mal so viel Tabak wie möglich bekommen. Ich würde sagen, das reicht. Mehr brauchen wir nicht von ihm. So, vielen Dank. Essen wir erstmal was. Arisa, wo bist du? Roman ist müde. Sie kann Gitarre spielen, wunderbar. So, er ist leicht verletzt und bandagiert. Dann ruhe dich mal aus dem Bettchen. Wir haben, mal Wilder gekauft? Nein, haben wir nicht. Okay. So, dann war es noch Zeit, dass wir hier den Ofen verbessern. Katja ist müde, lass mal sie schlafen. Okay, es pennen alle. Warte ganz kurz, wir werden hier noch schnell den Ofen verbessern und den dann noch auf voller Pulle laufen lassen. Ja, ich muss sagen, wir haben jetzt Essen für 10 Tage, also quasi 10 Mahlzeiten. Ja? Ich habe mir jetzt gedacht, warum soll ich das Geld dafür ausgeben? Weil die Falle wird bestimmt auch bis da noch ein paar Mal fertig werden. Also ich denke mal nicht, dass wir unbedingt Fleisch benötigen gerade. So, wir brauchen aber Brennholz, brauchen wir. Dann würde ich sagen, stellen wir ein bisschen Brennholz her. Wie viele Bücher haben wir? Wir haben... wie viele Bücher? 6 Bücher und 26 Holz. Also jetzt demnächst... wir brauchen halt unbedingt Material. Ein vernünftiger Plünderer wäre echt das Beste. Stellen wir jetzt 12 mal Brennstoff her. Dann füttern wir unseren Ofen. Oh, wunderbar. Romanski ist fertig. Er kann auch Gitarre spielen. So, dann füttern wir den Ofen und spielen ein bisschen Gitarre. Müsste reichen eigentlich. Ist ja noch nicht Winter. Noch ist nicht Winter. Grad, 17 Grad, 19 Grad, 20 Grad, 21 Grad. So wollen wir das haben. Schön mollig warm in unserer Butze hier. Hier, genießt die Musik, Arisa. Genießt die Musik. Hier soll niemand leicht krank sein. Denn wir haben ja genug. Wir haben wirklich genug. Von allem. Außer Material natürlich. So, würde ich sagen, wieder das Bordell, würde ich sagen. Wache stehen und ihr beide schlaft im Bett. So, Bordell und weiter geht's. Mitnehmen tun wir nichts und nehmen wir das mit. Mann, schon wieder den Kaffee vergessen. Schon wieder kalt, ja? Na, aber jetzt ist alles entspannt. Jetzt haben wir es hier ganz entspannt. Jetzt gehen wir erstmal nur plündern, gucken, was wir noch mitnehmen. Jetzt hier groß spannend wird es erstmal noch nicht. Spätestens, wenn wir dann nachher wieder Roman wieder auspacken und Arisa uns zur nächsten heiklen Situation stampfen. So, hier haben wir natürlich auch wieder eine Menge einzusammeln. So, die Frage, was wir davon nehmen. Essen aber auch bis zum Abwinken. Damit können wir später Medikamente herstellen.
wird ja jetzt Winter. Eigentlich bräuchte man auch eine Menge Holz. Nehmen wir noch eine Menge Holz mit. Wasser kann man auch nicht nein sagen. Die E-Teile. Ja, würde ich sagen, nehmen wir auch mal Schrott mit. So. Leute, drückt mal die Daumen, dass wir mal demnächst mal Marco oder Boris bekommen. Ja, dann fällt das uns hier alles ein bisschen einfacher. Denn mit 12 Taschenplätzen oder 10 Taschenplätzen ist das alles ein bisschen langwierig hier. Da man nicht wirklich vernünftig plündern kann. Eigentlich muss man nur Fokus auf Wertgegenstände setzen. Roman hat gegen Bruno gekämpft. Als wenn wir nicht genug Schwierigkeit hätten, hat Roman geriet in einen Kampf mit Bruno. Aber es ist immer Bruno, ja? Immer wird Bruno eine reingezimmert. So. Aber keiner wurde verletzt anscheinend. Bruno geht es viel besser. Wir müssen nur etwas im Auge behalten. Du bist sehr hungrig, dann isst bitte was. Sie ist deprimiert, da sie schon wieder gekämpft haben, ne? Meine Freunde sind sehr hungrig. Okay, Leute, wisst ihr was? Wir werden heute mal alle essen lassen. Es kann doch nicht sein, dass diese Gusti hier traurig wird. Nur, weil ich sie nicht komplett zu Ende essen lasse, ja? Würde ich sagen, esst dir jetzt eine Mahlzeit und eine Konservendose. Und dann haben auch alle mal vernünftig gegessen. So, du spielst deine Gitarre bitte. Du isst auch deine Konservendose. So, du bist müde. Leg dich bitte hin. Wo ist Bruno? Der wurde zusammengeschlagen. Er ist verletzt. Und sehr hungrig. So. Isst du bitte auch eine Konservendose? Damit ihr alle auf demselben Stand seid. Wir haben ja 17 Stück. So. Ist auch noch eine Konservendose. So, sie ist deprimiert und soll sich bitte mal dann zur Gitarre setzen. Bruno nehmen wir auch. Er ist verletzt, soll er sich noch kurz verbinden. Ja, wir haben jetzt mollige 24 Grad hier in der Butze. Dann würde ich sagen, reden wir jetzt mit Katja. Damit es der wieder besser geht. So, was haben wir jetzt hier? Oh mein Gott. Es ist wieder eine Menge zu lesen. Gucken wir mal, was hier steht. Am Tag 13. Einmal ging ich ans Telefon und meine Freundin war dran. Ganz verstört weinte sie und sagte, dass sie vor ihrem Haus viele Leute waren, die alles in Brand setzen wollten und dass sie das Land verlassen müsse. Ich beruhigte sie, so gut es ging. Zum Glück verschwanden die Leute bald. In den folgenden Wochen besänftigte ich sie weiter. Das klappte eigentlich ganz gut. Sie beschloss zu bleiben. Arisa hat einen Soldaten getötet. Gut. Roman hat einen Banditen getötet. Zum Glück sind wir diese Person los. Ein Miskerl weniger, der schutzlose Leute ausbeutet. Ich habe ein Haus in der Vorstadt und fahre mit dem Bus zur Arbeit. Eines Tages war ich hier in Pogoren in meinem Restaurant. Die Szenen von schweren Kämpfen und stumm geschalteten Fernsehern gingen nur so an mir vorüber. Doch plötzlich erkannte ich den Ort. Das war meine Stadt. Meine Freundin war dort. Mein Herz klopfte. Ich griff zu meinem Mantel und lief dorthin, woher die Schüsse kamen. Und deswegen ist er traurig, oder was? Das glaube ich nicht. Headpipe! Grüß dich. Man schlägt ja auch keine Frau, deswegen muss Bruno ran. Ja, momentan muss Bruno mal herhalten. Also wenn Roman hier schlechte Laune hat, dann kommt der Boxsack Bruno und lässt sich bereitwillig schön immer eins mitgeben ins Gesicht. Aber ich kann es halt momentan nicht ändern. Denn Katja ist die Einzige, mit der wir plündern gehen können. Vernünftig plündern gehen können. Du hast recht, es tut mir leid. So, bist jetzt wieder zufrieden hier, Katja. Gut, deprimiert ist er nicht mehr. Ah ne, das ist Bruno. Bruno, leg dich hin. Du bist verletzt.
Deprimiert ist er immer noch, aber wir können sie ja schlafen legen. Wenigstens haben wir ein paar Zigaretten. Also ein paar Zigaretten ist gut. Wir haben 20, 22, 32, 32, 42, 50 Zigaretten. Und noch eine Menge Tabak, womit wir welche herstellen könnten. Also zum Glück haben wir ein paar Zigaretten, ist falsch. Zum Glück haben wir massiv Zigaretten. Und vor allen Dingen massiv Waffen. Und eine Menge Taschenlampen hier. Hi Roman. Aber er hat auch gar nichts mehr, ne? Bei dem steht jetzt gar nichts mehr dran. Roman geht's gut. Hat keinerlei Sorgen mehr. Tag 15. Das Schlimmste an den Kämpfen in Pogorum war, dass ich niemals wusste, ob ein Mann, dem man auf der Straße begegnete, nicht für den Feind arbeitete. Also sagte ich meinen Männern, dass sie besonders misstrauisch sein sollen. Es ist besser, einen Typen mehr zu erschießen, als dass er sich umdreht und dir in den Rücken schießt. Ich habe einen dieser Mistkerle erwischt, aber mein Herz pocht immer noch wie wild. Na gut, dann können wir den Tag jetzt beenden. Wir müssen uns nur bedenken, wir brauchen Schrott. Und der Winter naht. Ne, also wir stehen kurz vorm Winter. Leider haben wir noch kein Radio. Ja, Fettilein, wir haben leider noch kein Radio. Ich überlege auch eins herzustellen, muss ich sagen. Ja, okay, warum nicht? Warum nicht? Wir hören mal, bevor wir jetzt Tag beenden, hören wir mal, was dann schon passiert. Wir stellen mal ein Radio her. Das Ding ist momentan, wir haben halt keinen guten Fluss an wie heißt es, an Material. Da wir momentan mehr an der Plündergruppe sind, die sich mehr auf Wertgegenstände... Er will keine GEZ sein, ist auch gut. Ne, wir sind momentan mehr eine Plündergruppe, die sich mehr auf Wertsachen auslegt, also Leute überfallen. Und da kommt man mit ziemlich schlechter Material ran. Und da möchte man eigentlich immer das Material, was man, das bisschen, was man besitzt, halt auch entsprechend sinnvoll einsetzen. Aber wir können ruhig mal ein Radio herstellen, ist ja nicht so teuer. Und können mal hören, was in der Stadt passiert. So, was geht denn hier ab im Radio? Es wird viel kälter. Schneefälle werden im Südosten von Grenznovi erwartet. Geben Sie den Menschen in Pogorum doch eine warme Umarmung. Also wie wir bereits vermutet haben, kommen wir tatsächlich, wir stehen ganz kurz vor dem Winter. Hier mal klassische Musik. Einige unserer Zuhörer berichten uns, dass das Militär gegenüber Zivilisten Gewalttaten verübt haben soll. Der Pressesprecher des Militärs streitet dies ab. Die Truppen der Rebellen und die Regierung liefern sich brutale Gefechte in der gesamten Stadt. Einige Gebiete sind komplett abgeschnitten, während der andere Schauplätze schwere Gefechte sind. Alles klar, also mittlerweile kann es sogar sein, dass wir jetzt mehrere Gegenden nicht mehr besuchen können, aufgrund dieser schweren Kämpfe, die jetzt nur für die Zivilisten gesperrt worden sind. Jetzt haben wir es aber, jetzt können wir die Nacht anbrechen lassen. Und wahrscheinlich können wir jetzt mehrere Orte nicht mehr besuchen, genau. Genau, das haben wir jetzt auch. Das Bordell ist aber noch einer der wenigen Gegenden, die wir noch besuchen können. Haben wir denn verletzte Leute? Wir haben Bruno, aber der ist bereits bandagiert. Sonst hätte ich gesagt, wir lassen den mal ins Krankenhaus latschen. Was haben wir denn alles jetzt für Möglichkeiten? Also im Lagerhaus werden noch eine Menge Sachen sein. Aber andersrum, das Bordell haben wir noch nicht mal das Bordell ist auch noch, steht zwar jetzt momentan dran, 95%, aber wir haben nur noch richtig viele Sachen liegen lassen. Ja, da ist auch noch eine Menge Schrottteile, noch eine Menge Holz, eine Menge Tabak, Wasser, ich glaube sogar noch Waffenteile. Wäre ich echt zu überlegen, wo wir jetzt hingehen. Also demnächst, wir können danach mal das Lagerhaus besuchen. Also sobald wir mit dem Bordell fertig sind, würde ich sagen, gehen wir ins Lagerhaus. Da sollen sich auch Plünder niedergelassen haben. Dann können wir dann nochmal uns um die Plünderer kümmern. Also Bruno ist kaputt, verletzt. Da natürlich, ja, die Leute sich gegenseitig hier ermorden. Der Roman, der hat immer wieder Bruno als Boxsack. Ja, Bruno soll Wache stehen von mir aus oder lassen wir ihn im Bett schlafen und stehen wir ihn anders auf. Soll Arisa Wache stehen, er soll auch im Bett schlafen und wir gehen mit Katja plündern, weil die als einzige 12 Taschenplätze besitzt. Gehen wir wieder ins Bordell und wenn wir mit dem Bordell fertig sind, suchen wir das Lagerhaus und werden dort mit Roman aufräumen. Und hoffen, dass er dann ja, sich ein bisschen beruhigt, ja, dass er nicht immer wieder Bruno als Boxsack nehmen soll. So, hier haben wir noch eine Menge Sachen liegen lassen. Und gucken wir mal, wie wertvoll die Sachen noch sind. Und ob wir abwägen, hier noch ein paar Mal herzukommen. Oder ob uns das reicht. Ich habe hier noch auf dem Weg vorhin nach Hause, wo wir nach Hause gerannt sind, hier auch noch ein paar Sachen gesehen.
wo noch was drin ist. Schleppen wir das mal alles zu unserem Hauptschrank. War hier noch was? Oder haben wir jetzt alles? Ja, sieht ganz anders aus. Jetzt haben wir alles. Gut. Das heißt also, alles, was wir jetzt hier noch besitzen, haben wir in diesen Schrank gepackt. Gucken wir, ob noch alles da ist. Ja, also Leute, ihr guckt mal hin, was wir hier noch drin haben. Das muss ja auch noch irgendwie alles raus. Beziehungsweise das sind das Wichtigste davon. Konservendosen brauchen wir erstmal nicht mehr. Das Fleisch könnten wir gebrauchen, um später dann wieder Mahlzeiten herzustellen. Aber andersrum brauchen wir momentan halt Material. Und eventuell Tauschgegenstände. Also wir könnten uns jetzt hier mal gucken, wie viele Hülsen haben wir hier. 10 Hülsen und 14 Schießpulver. Wenn man bedenkt, wir haben noch über 100 Munition zu Hause, wäre das auch wieder so eine Sache, wo wir uns fragen, sollte man das wirklich mitnehmen? 6 Patronen. Ich meine, davon haben wir, eigentlich haben wir davon genug. Wichtig wäre jetzt quasi, dass wir hier Schrottteile mitnehmen. Vielleicht noch Holz, weil der Winter vor der Tür steht. Andersrum können wir diesen Ort hier gerne mal besuchen, da hier eine Menge Schränke stehen, die können wir alle kaputt hacken und würden damit auch Brennstoff gewinnen. Zahnräder meine ich auch genug. Eigentlich haben wir von allen Sachen genug, außer jetzt speziell von Material wie das hier. Würde ich sagen, setzen wir mal Hauptpriorität heute nur auf Material. Und oben auf dem Dach haben wir auch noch ein paar Sachen, genau. Da sind auch noch ein paar Schrottkisten und auch ein bisschen Holz ist da noch. Nein, 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 da wird er sauer. Der muss Wache stehen oder plündern. Okay, dann testen wir das mal. Dann lassen wir Roman nur noch Wache stehen. Hier wurden ausgeplündert. Katja war versucht nach Vorräten, genau, das waren wir gerade, haben alles mitgebracht. Jemand hat versucht es auszurauben. Diesmal haben sie es wirklich ernst gemeint. Aber wir haben es geschafft, die fernzuhalten. Glücklicherweise waren wir alle bewaffnet, keiner von uns wurde verletzt und die Angreifer haben nichts gestohlen. Unsere Wachen leisten gute Arbeit, aber wir haben 8 Munition benötigt, um die entsprechend fernzuhalten. So, ja. Ich habe vor, erstmal die Leute komplett immer durchzufüttern, dass sie niemals hungrig sind. Das heißt, die nutzen ja auch unsere Konservendosen. Und lassen die dann auch schlafen. Und hoffen wir mal, dass sie dann keiner traurig ist. Sie ist auch hungrig und müde. Warte, bevor du hier abhaust, kannst du nochmal Feuerholz nachlegen. 1, 2, nimmst eine Konservendose und legst dich schlafen. Roman, du auch. Heute ist Tag 23. Am Tag 21 kam der Händler. Das heißt, der wird am Tag 24 wiederkommen. Morgen kommt Franco wieder. Dann haben wir auch wieder Material. Ein bisschen mehr, als wir jetzt haben. So, Roman, du auch. Isst was. Ja, dann ist die Sache, was müssen wir zur Priorität machen, ne? Wir könnten jetzt noch eines tun, wir könnten unsere Tür noch verstärken, falls wir das wollen. Ja, die Tür könnten wir verstärken, wir können einen zweiten Ofen herstellen, falls es wirklich ein bitterer Winter wird. Also ich habe noch nicht erlebt, dass man einen Winter überlebt oder halt ein Ofen ausreicht, selbst wenn der verbessert wurde. Also im Winter selbst braucht man mindestens 2 Öfen, einen abgegradeten und einen nicht abgegradeten, also einen verbesserten und einen normalen. Würde dann ausreichen. Wir können uns auch überlegen, ob wir dann demnächst mal anfangen, ob wir auch Kräuter herstellen möchten. Die zweite Falle bauen könnten wir auch. Ja, das ist eigentlich eine gute Idee. Wir haben genug Zahnräder. Stellen wir eine zweite Falle auf, Leute. Das ist eine gute Idee. Hier, gleich neben der Schlangenbeschwörermaschine, dem Radio. Und dann können wir auch gleich mal Radio hören. Müssen wir mal schauen, wie viel Wasser wir noch haben. Wie viel Wasser haben wir denn noch? 25. Das ist noch ausreichend, würde ich sagen. Tür verstärken können wir auch. Genau, spreche ich ja gerade an. Mal gucken, ob dann die Teile jetzt noch reichen. Aber morgen kommt unser Händler wieder. Da können wir dann entsprechend wieder die Teile einkaufen. Und hoffentlich auch Gemüse. So, dann setzen wir die zweite Falle auch in Gang. Füttern wir sie mit der Konservendose. Hören wir mal im Radio, was passiert. Es wird viel kälter, Schneefälle kommen, haben wir bereits gehabt. Die klassische Musik. Einige Zuhörer berichten. Truppen, Rebellen, Regierung liefern sich brutale Gefechte der Stadt. Die wurden abgeschnitten.
Wissen wir alles. Okay, also noch keine neuen Nachrichten. Aber jemand ist an der Tür. Wer ist das? Bitte helfen Sie mir. Okay, das sind die Leute, die uns das Gemüse gebracht haben. Das sind die Leute, die uns das Gemüse gebracht haben. Haben Sie einen Moment Zeit? Wahrscheinlich. Was könnt ihr uns verlangen? Sollen wir den Keller verstärken? Können Sie uns helfen, unseren Unterschlupf zu verstärken? Hallo, wir sind es wieder. Das Militär hat Bombardierungen in unserer Gegend verschärft. Deshalb haben wir uns entschieden, unseren behelfsmäßigen Unterschlupf im Keller zu verstärken. Wir haben die nötigen Materialien, wir könnten allerdings zusätzlich helfende Hände gut gebrauchen. Vielleicht könnten Sie uns helfen. Na gut. Ein Roman, der nicht im Haus ist, ist kein prügelnder Roman. Also, tschüss Roman. So, dann haben wir jetzt Katja, die wieder da ist. Dann würde ich sagen, können wir mit ihr jetzt noch die Tür verstärken. Hatten wir ja vor, die Tür verstärken. Und den Rest des Tages kann sie dann auf ihrer Gitarre rumklimpern. Wenn es noch ausreicht, reicht nicht mehr aus. Wir brauchen 5 Schrottteile dafür. Ist auch sehr teuer, muss ich sagen. So, wie viel Brennstoff haben wir noch? Geht so. 5 Brennstoff haben wir noch. Und richtig viel Holz haben wir auch nicht. Also, wäre jetzt zu überlegen, ob wir mit einer Axt nochmal in das Bordell gehen und dann halt eine Menge Holz und Brennstoff mitnehmen. Denn dort gibt es ganz, ganz viele Kleiderschränke, die wir kaputt hacken könnten. Würde ich sagen, spielen ein bisschen Gitarre, den restlichen Tag hier, um die ganze Meute ein bisschen aufzumuntern. Mann, Mann, Mann. So, Tag 23. Ich bin froh, dass wir uns für die Güte unserer Nachbarn revanchieren konnten. Genau, die haben uns ja das Gemüse gegeben. Und ist auch nochmal hier ein kleiner Schub für die Leute, die jetzt traurig waren. Unsere Nachbarn waren gütig zu uns. Ich bin sehr froh, dass wir uns entschlossen haben, ihnen zu helfen. Und was sagt Bruno dazu? Sie hätten auch ohne unsere Hilfe ihren Unterschlupf verstärken können. Es ist wirklich nicht unser Problem. Fieser Typ, ja, der Bruno. Fieser Typ. Ja. Beenden wir den Tag. Da der Winter vor der Tür steht, würde ich sagen, gehen wir wieder mit Katja los. Wir lassen Bruno im Bett schlafen, Arisa soll wache stehen und wir werden unsere Axt mitnehmen. Wir werden jeden großen Kleiderschrank nun im Bordell kaputt hacken. Ja. Wir brauchen unbedingt das Feuerholz. Holz nicht unbedingt, aber das Feuerholz brauchen wir. Gucken wir noch kurz, wo wir hier Kleiderschränke finden. Wirklich nur Kleiderschränke. Große Schränke. Die wollen wir kaputt kloppen. Mit unserer Axt. Damit wir nicht unbedingt neu erstellen müssen. So, ich weiß, dass hier einer ist. Dann hacken wir den jetzt mal kurz und klein. Mal, was wir hier alles haben. Wahrscheinlich viel mehr Brennstoff. Ich hätte mal auch noch Holz liegen lassen, glaube ich. Ne, Waffenteile. Gut, können wir das mal mitnehmen. Können wir auch in das Schließfach reinlegen. Jetzt gucken wir einfach nur, wo wir noch Kleiderschränke haben. Legen wir erstmal alles hier rein, damit wir wieder mehr Platz haben im Inventar. Hier oben ist noch ein Kleiderschrank draußen. Aber sie weiß nicht, wie man da hinkommt. Da müssen wir ihr den Weg zeigen. Der Winter kommt heute. Der Winter kommt. Aber wir werden gewappnet sein.
Brennstoff ist immer dann am wichtigsten für uns. So. Haben wir noch irgendwo einen Kleiderschrank vergessen? Ich glaube nicht. Lagern wir erstmal alles hier rein. Gucken wir mal eine grobe Übersicht. Aber wie wir gerade sehen, ist unsere Axt auch fast kaputt. Das heißt, wir müssen uns überlegen, ob wir jetzt wirklich noch was kaputt hacken wollen. Ansonsten würde ich nämlich vorschlagen, dass wir die Axt nur mal beim Händler morgen verkaufen. Weil die ist, glaube ich, beim Händler, auch wenn sie fast kaputt ist, noch genauso viel wert wie eine neue. Ich habe gestern bei Twitch gesehen, wie er bei Prison Architect versagt hat und dann als Gefangener in seinem eigenen Gefängnis war. War sehr lustig. Ist das schon mal jemandem passiert? Ich muss sagen, nein, ich noch nicht. Also ich war schon mal kurz davor zu verlieren, in dem halt bei mir da war halt ein Aufstand. Ich hatte halt nur begrenzt Zeit, diesen Aufstand einzudämmen, ansonsten würde ich das Spiel verlieren. Aber ich konnte es noch gerade so in rechten Zeit schaffen, das hinzukriegen. Aber sonst ist mir noch nicht passiert. Ich habe morgen vor, wieder Prison Architect zu streamen. Also ab morgen früh würde ich dann wieder Prison Architect streamen. Und wir gucken, wie weit wir heute mit diesem Run noch kommen. Also mir macht der Run auch hier diesmal ziemlich viel Spaß. Wir nehmen mit nach Hause. Die Axt nehmen wir wieder mit nach Hause. Denn die können wir verkaufen. So, auf jeden Fall das gesamte Brennholz nehmen wir mit. Außerdem nehmen wir mit, haben wir noch Schrottteile hier. Oben auf dem Dach haben wir noch Schrottteile, glaube ich. Also Priorität hat auch Schrott aktuell. Rennen wir nochmal nach ganz oben und schauen wir mal, ob wir die Schrottteile liegen lassen haben. Hier haben wir noch einen Kleiderschrank, sehe ich. Einen Kleiderschrank haben wir noch. Nein, die Axt ist kaputt. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Na gut. So, haben wir schon mal Brennstoff für den Winter. Jetzt wäre die Frage, ob wir hier noch Material haben. Also bräuchten noch Waffenteile nicht unbedingt. Haben wir genug zu Hause. Gut, hier können wir uns merken, Waffenteile liegen hier drin. Ja genau, so war das auch. Und dann wurde er zu 10 Jahren verdonnert. Geil. Nee, ich freue mich schon wieder auf Prison Architect. Ist auch ein ganz, ganz feines Spiel, macht mir auch ganz viel Spaß. Hier haben wir Waffen. Ja, können wir das mal mitnehmen. War denn hier wirklich keine? Nee, anscheinend nicht. Haben wir alles mitgenommen. Oh, das wurde bereits geklaut. Aber ich glaube ja eh, dass Holz ziemlich schnell geklaut wird im Winter. Oder vor Winteranbruch. Oder Schrottteile. Na gut. Die Gegenstände sind also weg. Ich glaube, oben lagen auf jeden Fall noch ein paar Sachen. Aber die sind jetzt weg. So, wir haben jetzt hier eine Menge Brennstoff. Was nehmen wir noch mit? Holz? Ja, ich würde sagen, nehmen wir das Holz noch mit. Ja, sind wir zumindest erstmal gerüstet für den Winter. Dann können wir ja gucken, was der Händler noch mitbringt. Und dann können wir uns überlegen, ob wir jetzt tatsächlich noch weiter das Bordell besuchen möchten oder ob wir langsam mal in die Lagerhalle wollen. Eine ruhige Nacht. Roman hat unseren Nachbarn dabei geholfen, ihren Unterschlupf zu verstärken und ist wohlbehalten zurück. Und der hat eine Pulle reinen Alkohol bekommen. So, wir haben 21 Brennstoff und 12 mal Holz von dem Bordell mitgebracht. Ja, dann würde ich sagen, ihr esst mal alle was, damit ihr auch alle glücklich seid. Und dann legt ihr euch hin. So, hungrig und müde, isst du auch was? Hier, Roman, die Falle ist fertig. Marisa legt sich auch hin, ist auch müde. Roman ist auch müde, er war bei den Nachbarn. Packen wir auch hier eine Konservendose rein. So, Roman. Ja. Bruno ist der Einzige, der wach ist, dann lassen wir ihn auch was essen.
Immer können wir den Tausch mit Bruno tauschen. Aber sobald der Händler kommt, müssen wir jetzt Katja aufwecken. So, das haben wir auch. Er ist leicht verletzt. Aber deswegen würde ich jetzt nicht unbedingt wollen, dass er sich... dass er sich verbindet. Wir haben jetzt genug Bandagen aufgebraucht. Also Theme Park habe ich gespielt, ja. Theme Park kenne ich, habe ich auch gespielt, das war als Kind. Aber Hospital kenne ich gar nicht, muss ich sagen. Würde ich mir aber mal angucken. Wenn du sagst, dass es wirklich genauso gut ist wie Prison Architect, würde ich mir mal Hospital anschauen. Dann wäre das auch ein Spiel für mich. So, da kommt auch schon wie ein Uhrwerk. Und dann gucken wir mal, was wir hier noch holen können. Also Priorität hat momentan Gemüse und halt Materialien, wie immer halt. So, was hat er denn da? Wir haben noch 14 mal Kaffee, wir haben eine Menge Zigaretten. Benötigen tun wir eigentlich nur das, was er nicht da hat. Wir hätten ganz gerne nämlich Gemüse. Dann läuft es darauf hinaus, dass wir Feuerholz kaufen und halt die Materialien, die er da hat, und genau wie Wasser. Dann sparen wir uns die Filter, die er auch nicht dabei hat. Gut, Holy Bear! Danke fürs Folgen, Mann. Und willkommen im Channel. Ja, ich würde sagen, wir verkaufen hier nochmal eine Pumpgun oder eine Pistole. Also Pistolen sind ja eher dann schlecht gegenüber Pumpgun und AK-47. Verkaufen wir die beiden Pistolen und gucken, dass wir so viele Materialien wie möglich dafür bekommen. Okay. Das heißt, wir müssen wieder einzelnen Tausch machen, also die Pistole ist viel mehr wert. Dodak, grüß dich, Mann. Ja, Hospital ist verdammt gut. Einen sehr lustigen Krankheiten gibt es da. Ja, würde ich mir mal anschauen. Gucken, das wäre ja auch was, was man streamen kann. Ja, müssen wir mal gucken. So, das reicht nicht. Dann haben wir noch irgendwas Kleines, was wir ihm geben können. Eigentlich nicht, ne? Also wir haben wirklich nur teure Gegenstände. Da müssen wir halt nur öfter tauschen. So, wir wollen Schrottteile haben. Dann vielleicht noch ein Stück Wasser. Nein, okay. Handeln wir erstmal. Dasselbe nochmal. Wir geben ihm noch eine Pistole. Wir möchten noch mehr Schrottteile haben. Wir brauchen Holz. Gut, wir können uns einigen. Wunderbar. Noch vielleicht einen Tropfen Wasser. Top. Ein Tropfen Wasser sagt er ja. So, die letzte Pistole können wir eigentlich auch verticken. Wir wollen Brennstoff haben, denn der Winter kommt. Wasser nehmen wir auch ganz gerne. Und den Rest füllen wir mit Holz auf. So, ansonsten hat er nichts großartig da, was ich jetzt unbedingt haben möchte. Wir könnten jetzt nochmal Zigaretten einkaufen, aber das halte ich für nicht sinnvoll. Das Einzige, wo ich jetzt hier ja sagen würde, das wäre der Kaffee. Denn Kaffee kann man nicht herstellen, den kann man nur einkaufen. Ja, das wäre das Einzige, was ich jetzt sagen würde, das könnten wir nochmal nehmen. Aber wir haben 14 mal Kaffee, das brauchen wir nicht. Das reicht. Tschüss. Hospital gibt es momentan gratis auf Origin. Dann würde ich sagen, heute nach dem Stream schaue ich mir da mal bei der Game-Plattform Orange mal rein. Also dann würde ich es mir holen. Ja. Dann können wir dann eventuell mal die nächsten Tage irgendwann dann mal Hospital. Dann müssen wir mal eine Runde Hospital spielen. Aber morgen ist auf jeden Fall erstmal dran wieder Prison Architect. Heute halt auch das War auf meinen. Mal gucken. Ich denke mal, ich werde das heute noch spielen, bis wir das Spiel durchgespielt haben, ja. Dass ich morgen nicht nochmal was anbrechen muss, was wir ja quasi am Vortag aufgehört haben. Das spielen wir heute zu Ende hier, würde ich sagen. Dann habe ich zwar ziemlich lange gestreamt, aber muss ja gucken, dass ich alles andere ein bisschen anpasse. Du hast mir gestern gehört, auch nicht gespielt. Alles klar, nee, da werde ich es mir entsprechend auch holen. So, haben wir jetzt irgendwas vergessen? Wir wollten noch... Habt ihr das gesehen, Leute? Achso, hier ist tatsächlich die Kamera runterspringen. Ich dachte, der ist da runtergeflogen. So, wir haben 51 Schrottteile. Wir haben 59 Holz. Und 21 Zahnräder. Wir könnten auch noch was upgraden. Jetzt wäre die Frage, was wollen wir zunächst herstellen? Na, ich würde sagen, erstmal das Lebensnotwendige. Das heißt, wir hören gleich nochmal Radio.
Wir könnten jetzt überlegen, ob wir unsere Tür verstärken. Und ich weiß, dass ein Ofen nicht reichen wird für den Winter. Selbst wenn er verstärkt ist. Das heißt, wir bauen schon mal einen zweiten. Das ist jetzt überlebensnotwendig. Platzieren wir den hier. So. Dann können wir uns auch überlegen, Radio anzuhören, anzumachen oder die Tür zu verstärken, wenn das Material noch ausreicht. Ja, du machst gerade eh nichts, Roman. Geil, freue mich drauf. Na, ich freue mich auch auf solche Spiele, ja. Ist ja nicht so, dass ich hier, sag ich mal, mich zwinge, so ein Spiel zu spielen. Ich mag auch Prison Architect, ich mag genau wie so ein Indie-Spiele. Ich bin eh ein Fan von all so ein Spielen. Ich habe vor kurzem erst Pizza Connection wieder gespielt und das ist wirklich ein sehr altes Spiel. Aber auch eine Simulation, ja. So, zweiter Ofen steht auch. Aber ich glaube, mehr müssen wir erstmal nicht herstellen. So Leute, wollen wir was Spannenderes machen? Wir könnten jetzt mal das Lagerhaus angreifen. Würde ich jetzt vorschlagen. Dann hat Roman wieder was zu tun. Und die anderen haben ein bisschen Zeit, ein bisschen zu verschnaufen, dass Roman nicht mehr Stress macht im Hause. Denn, mal ganz ehrlich, was wollen wir denn noch mitnehmen aus dem Bordell? Wir waren jetzt ein paar Mal da und irgendwie finde ich, dass sich der Aufwand nicht mehr so sehr lohnt, da jetzt nochmal hinzugehen. Oder habt ihr da was gesehen, was ich unbedingt benötige? Also ich glaube, wir könnten mal das Lagerhaus aufsuchen. Wäre jetzt meine Idee. Beenden wir den Tag. Ich warte kurz auf den Chat. Kann ja schon mal die Sachen planen hier. Wir würden Roman nehmen zum Plündern. Katja ist traurig, soll sie wache stehen. Sie kann im Bett schlafen. Und der kann auch im Bett schlafen. So. Wenn wir das Lagerhaus betreten. Lesen wir mal durch. Was steht denn hier? Dies war einmal der Lagerraum eines großen Ladens. Hier wurde eingebrochen und die besseren Sachen sind schon lange weg. Wir könnten aber immer noch ein wenig Nahrung und vielleicht auch ein paar andere nützliche Sachen finden. Aber Vorsicht, eine kleine Gruppe Banditen hat in dem Lagerhaus Unterschlupf gefunden. Ja? Das Wasser vielleicht. Ja, das Wasser haben wir liegen lassen im Bordell, das ist richtig. Das wäre, glaube ich, das Einzige, was wir quasi im Winter noch benötigen. Wasser. Aber ich würde sagen, das Lagerhaus lohnt sich, oder? Ich würde sagen, das Lagerhaus lohnt sich momentan mehr. Nehmen wir Roman mit, so führen wir ihn ja auch quasi ein bisschen Gassi, dass er nicht wieder Bruno als Sandsack nimmt. Ich glaube, dass der Roman ein bisschen Auslauf braucht. Bereiten wir uns vor. Ich habe keine Stimmen gehört, die dagegen sprechen. Das heißt, wir nehmen unsere Angelausrüstung. Würde ich sagen, immer unsere Angelrute mit. Unsere Taschenlampen. Nee, Batterien für die Taschenlampen. Taschenlampe, Batterien. Anglerhelm und Angleranzug. Und hier noch einen Nahkampf, um die Fische zu schneiden. Aber ich denke auch, es ist ein bisschen Abwechslung, wenn wir jetzt mal wieder zum Lagerhaus gehen und ein bisschen für Remy Demi sorgen und die Stiefel in die Gesichter der Banditen stellen. Da hast du recht, Headpipe. So, gut ausgerüstet sind wir ja. Dann würde ich sagen, können wir direkt losziehen. Warte mal. Lagerhaus. Könnte ich eine Brechstange brauchen? Ich würde sagen, wenn ich eine brauchen sollte, dann werde ich die dann im Nachhinein mal mitnehmen. Erstmal nur die Grundlagen Angelausrüstung, würde ich sagen. Ein Panzer im Hintergrund, Leute. Sie haben zwar bewaffnete Gestalten gesehen. Sie haben ein paar bewaffnete Gestalten. Ich muss vorsichtig sein. Wir sind bald vorsichtig. Hier ist niemand. Lässt sie nicht öffnen. Sehr schön. Dann gehen wir oben rum. Da ist jemand. Alles in Ordnung. Wir haben all die guten Dinge herausbekommen. Das sollte uns für eine Weile reichen. Was ist mit dem nächsten Auftrag? Ich hätte nichts dagegen, mal wieder einen Gütertransport der humanitären Hilfe zu überfallen. Okay, es sind also ganz böse Jungs hier. Das sind ganz, ganz böse Jungs. Keiner wird denen nachtrauen, wenn die nicht mehr da sind. Ja, wir werden sauber mit ihnen abrechnen.
Ja, und da gehen die. Da gehen die Jungs. So, was haben wir hier stehen? Jemand hat Folgendes an die Wand geschrieben. Wir müssen Lena finden. Jeden Mittag werden wir am Markt sein. S plus D. Und ich würde sagen, wenn wir wahrscheinlich abhauen können später, werden wir mal hier diese Tür öffnen. Gucken wir mal. Hallo Kati, willkommen wieder im Chat. Gucken wir vorsichtshalber nochmal durch, wie der ist. Hier ist jemand. Hey Kati, das ist immer noch derselbe Run. Das ist immer noch derselbe Run. Okay, kommt keiner mehr. Gucken wir mal, was die bei sich tragen. Zwei Maditen schon mal weg. Aber ich weiß leider nicht, wie viele noch auf uns warten. So, haben wir wieder ein paar Tauschgegenstände. Aber Kati, das ist immer noch derselbe Run. Hat sich nicht geändert. So. Hier sehen wir zum Beispiel nichts mehr. Gucken wir mal, hören wir mal, ob wir noch irgendwelche Geräusche hören. Aber ich glaube, dass wenn noch welche hier in der Lagerhalle unten sind. Okay, hier oben sind keine mehr. Müssen wir ein bisschen die Augen offen halten, was wir alles benötigen. Sägen brauchen wir hier anscheinend. Wir brauchen Brechstange. Hier können wir schon mal die Tür öffnen. Noch eine Säge. Gut, merken wir uns schon mal zwei Sägen. Und eine Brechstange brauchen wir hier. Jetzt haben wir ein bisschen Geräusche verursacht. Gucken wir mal, ob hier jemand ist. Ja, hier ist einer. Mann, der Killer, Alter. Warten wir hier mal kurz, ob irgendwer kommt. Oder ob die Luft rein ist. Sieht aber gut aus. Ja, bis jetzt ein Top-Run. Kann man nichts anderes dazu sagen. Läuft ziemlich gut, Kati. Ob hier jemand draußen ist. Ne, wie es aussieht, haben wir alle Leute. So, dann können wir gleich mal abzählen, was wir noch alles benötigen. So, große Plünder brauchen wir hier nicht. Können wir mal gucken, was wir noch alles benötigen. Also zwei Sägen und eine Brechstange, wie ich das gesehen habe. Schauen wir uns mal hier oben nochmal um, ob hier oben noch jemand ist. Die haben drei Leute getötet. Jetzt hier im Lagerhaus. Gucken wir weiter oben. Hier haben wir die genau eine Säge. Hier bräuchte man dann die Brechstange. Auch noch da war der Säge. Schauen wir hier nochmal. Ne, es sieht dann nach aus, als wenn wir wirklich alle erledigt haben. Und die Tür brauchen wir auch noch eine Brechstange. Okay, zwei Sägen und eine Brechstange. Hier unten brauchen wir eine Säge und da brauchen wir eine Säge. Und halt eine Brechstange. Die nehmen wir entsprechend mit. Jupp. Das ist momentan der Ultra-Killer-Start hier. Also wenn man mit Roman und Arisa anfängt, das ist der Killer-Start. Die haben zwar alle nur 10 Taschenplätze. Aber da ist das Spiel schon vorprogrammiert, dass wenn man nicht Marco oder halt Bruno, nicht Bruno, sondern Boris bekommt, dass wir halt plündern gehen müssen und das aber auf der härteren Art und Weise. Denn man muss da tatsächlich, muss man dann dort Wertsachen bevorzugen, bevor man irgendwelche Material mitnimmt und die ganze Zeit mehr auf Handeln geht. Und da wir jetzt noch Katja dazu bekommen haben, die natürlich super am Falschen ist, macht sie das Team natürlich super ergänzen. Jetzt haben wir Roman erstmal wieder ein bisschen Gassi geschickt. Ich hoffe, jetzt ist er wieder ein bisschen ruhiger. Wir wurden angegriffen. Gucken wir mal, was passiert ist.
Jemand hat versucht, uns auszurauben. Sie haben es wirklich ernst gemeint, aber wir haben es geschafft, sie fernzuhalten. Glücklicherweise waren wir alle bewaffnet. Keiner von uns wurde verletzt und die Angreifer haben nichts gestohlen. Unsere Wachen leisten wie immer gute Arbeit. Und 7 Munition. So, dann isst doch bitte was. Und dann kannst du dich schlafen legen, Roman. So, heute ist Tag 25. Tag 21. Ich überlege gerade, ob Frank heute kommt. Ich glaube, am Tag 21 war dein Stichtag. Das heißt, normalerweise müsste Franco erst morgen kommen. Ich glaube, morgen kommt erst Franco. Dann kann Arisa gleich ein bisschen Gitarre spielen und nochmal den Ofen bestücken. So, und halt immer noch hungrig. Na gut, dann ist halt noch was. So, genau dasselbe. Katja, du kannst aber dann nach schlafen legen. So. Du bist immer noch hungrig, ist was. Und Bruno mit dir dann auch dasselbe. Ich nehme momentan die ganzen Konservendosen, damit die mal leer gehen. Wir haben so viele Konservendosen gefunden. So, Arisa, dann kannst du dich hier hinsetzen, kannst du Musik spielen. Können wir nochmal Radio anmachen. Gucken, ob wir noch irgendwelche Neuigkeiten haben. Und Roman schläft ja schon, ne? Ja. So, was gibt's denn Neues hier in Pogoro? Es wird viel kälter. Schneefälle werden im Südosten. Okay, das wissen wir bereits. Schneefälle kommen, klassische Musik. So, noch mehr Gräueltaten, die das Militär verübt hat. Heute Morgen ist eine Mörsergranate am bevölkerten Marktplatz in Pogoro explodiert und hat dabei viele Menschen getötet und verletzt. Die Menschen durchstreifen die Straßen und verlassen den Das ist wieder so ein komisches Deutsch hier. Menschen durchstreifen die Straßen und verlassen den Häuser nach allem, was essbar, brennbar oder handelbar ist. Also durchsuchen. Verlassenen ist falsch. Und durchsuchen Häuser nach allem, was... Okay, wenn die Stadt nicht bald Hilfeleistung erhält, wird die Situation verhängnisvoll. Na gut. Musik machen wir nicht an, da wir ja Gitarre spielen. Haben wir einen Filter, den wir reinsetzen können. Haben wir jetzt nicht parat. Aber wir haben morgen eine Menge zu tun mit Katja, da sie nämlich das gesamte Lagerhaus da ein bisschen mal zusammenfärchen muss, was wir da alles gefunden haben. Sieht's aus, wir haben wenig Material momentan, also damit können wir nicht viel herstellen. Eigentlich gar nichts. Aber wenn ein Händler nächstes Mal kommt, dann können wir wieder ein paar Sachen eintauschen. Was brauchen wir eigentlich hierfür noch? Eigentlich nur noch Schrottteile. Den Rest haben wir schon hergestellt. Ja. Und dann soll sich der gute Bruno hinsetzen. Gucken wir mal, gibt es irgendwo neue Bio. Tag 24. Ich bin froh, dass wir Roma nicht verloren haben. Er hat da draußen ein großes Risiko auf sich genommen. Ja, okay, er hat das Lagerhaus gerade geklärt. Ich bin froh, dass Roma sein Aufeinandertreffen mit dem Banditen überlebt hat. So, was hat er zu sagen? Nachdem der Feind und wir damit fertig waren, die Stadt untereinander aufzuteilen, wurde es noch schlimmer. Ganze Gruppen von Zivilisten wurden verhört und danach oft erschossen, damit es keine Zeugen gibt. Nehme ich an. Dabei wollte ich nicht mitmachen. Ich bin ein Kämpfer, kein Mörder. Tag 24. Ich zittere immer noch. Ich habe Glück, dass ich es lebendig zurückgeschafft habe. Ach Quatsch, das hast du gut gemacht. Und das war komplette Routine mittlerweile bei uns. Komplette Routine. Wir können den Tag beenden. So, wir nehmen diesmal Katja mit. Katja geht plündern, Roman steht Wache und die anderen beiden können schlafen. Aber schön mal, ne, so wenig Gelb zu lesen bei den Namen. Das heißt, dass es mal allen wirklich mal wirklich gut geht. So, Katja, du gehst plündern, das Lagerhaus. Wir nehmen mit, hab ich den Säge hergestellt? Verdammt. Aber na gut, eine Brechstange können wir trotzdem mitnehmen. Oder wir können erstmal, okay, nehmen wir eine Brechstange mit. Aber ich habe die Sägen vergessen herzustellen. Wir brauchen 2 Sägen. Gut. Benutzen wir erstmal überall die Brechstange, wo wir können. Dann können wir mit dem Rest plündern, was wir hier noch finden, erstmal. So.
Wo brauchen wir hier Brechstange? Hier bräuchten wir eine. Hinter dem Raum bei der Säge. Verbandszeug, sehr wertvoll, nehmen wir mit. Was haben wir hier? Schönes. Gemüse nehmen wir mit, ganz wichtig. Von mir soll das Essen immer mitnehmen. Wasser für den Winter. Konservendosen sehe ich jetzt als nicht so wichtig an. Lasse ich hier erstmal. Und hier ist sonst weiter nichts. Gucken wir weiter. Oh Mann, richtig. Die blöden Sägen vergessen. So, Waffenteile, nicht so wichtig. Auch nicht so wichtig. Okay. Öffnen wir uns die Türen, können wir auch mal übers Dach rüberrennen. Mal gucken, was wir da noch finden. Wahrscheinlich Material, aber sehen wir ja gleich. Konservendose. Nicht das, wonach ich momentan Ausschau halte. Gucken, was hier auf dem Dach noch rumliegt. Nutzloser Abfall. Fall hier nicht runter. Nichts. Tomate? Naja. Das ist immer das Schlimme, ja, wenn überall verteilt ganz viele Sachen liegen, beziehungsweise überverteilt lauter Sachen sind, aber immer nur ganz wenig. Das ist natürlich auch assi. Tabak und das ist auch noch nicht so interessant. Tabak haben wir jetzt auch, glaube ich, 20 Stück zu Hause. Was sind die 5 Fehler? Komm, zu. Was haben wir hier? Gar nichts. Noch eine Tomate, eine einzelne. Munition haben wir auch genug. Noch mehr Konservendosen. Aber gut, schon mal das Gemüse, das wir gefunden haben. Das ist schon mal eine Menge wert. Buschrott liegt hier rum. Ja, wahrscheinlich sind die guten Sachen alle hinter den Sägen, ja, wo wir die Sägen benötigen. Sie liegt immer nur überall kleine Dimpsches rum. Ja, fast sieht alles fast gleich aus. Ja, einmal Tabak und einmal ein E-Teil. Ist aber nicht das, was wir brauchen hier. Hier haben wir nochmal Kaffee, können wir mitnehmen. Waffenteile nicht unbedingt. E-Teile, naja. Aber ich habe jetzt keine Lust, alle E-Teile Nummer 1 einsammeln zu gehen. Wir werden jede Mal das zusammensammeln, aber so ist es halt ein bisschen bekloppt. Überall liegt verteilt einzelne Sachen rum. Gucken wir uns hier nochmal rein. Nichts. Wahrscheinlich sind die guten Sachen hier, da wo die Sägen hinter sind. Dann nochmal Kaffee. Patronenhülsen. Ja, noch mehr Konservendosen.
Nichts. Auch nichts. Na. Das lohnt sich schon mehr. Okay, nicht vergessen, die blöden Sägen. Dann würde ich sagen, nehmen wir jetzt noch einen Schrott mit hier. Dann machen wir uns auf dem Heimweg und dann merken wir uns einfach nur, dass wir jetzt auf jeden Fall an die blöden Sägen denken. Nicht, dass wir nochmal hier so hierher kommen und uns dann so ärgern. So. Stopfen wir unsere Taschen mal voll mit dem, was wir noch kriegen. Aber ohne Sägen gehen wir nicht mal her. Gerade eben ein bisschen spät. So, 4.20 Uhr. Jetzt fehlt nur noch, dass wir das nicht schaffen. Gucken wir mal. Renn zum Ausgang, Frau. Raum innen. Sorry for the English. Ich nicht sprechen Deutsch. But what you are looking for, if not food, weapons, part, electronics and electrical components. I'm looking for things with value for the tradesman. Like bandages or this herb medical thing. Things with value. We already have many of these. And with value, items with value, we can get from the tradesman materials like these components here. Okay, dann lassen wir Leute wieder essen. Und da können wir sie schlafen legen. Lassen wir erstmal alle Leute wieder essen. Der Kanarista gleich wieder ein bisschen auf der Gitarre rumspielen. Und dann denken wir diesmal auf jeden Fall an die blöden Sägen. So, Arisa, nee, Katja, stell bitte mal her zwei Sägen. Zwei Sägen. Was? Ich konnte nur eine. Ah, ja. Schrottteile. Wir müssen kurz nur Ofen nachfüllen. Genau, mal wieder Schulenglisch auspacken. UK at the moment. Ja, momentan hoffen wir auf den Händler, also der Tradesman, wenn ich schlecht, wenn er kommen würde. Dann könnte man nochmal eine zweite Säge erstellen. Aktuell können wir nur eine Säge erstellen. Und mit nur einer Säge werde ich nicht nochmal in das Lager ausgehen. Lassen wir alle Leute essen und gucken wir mal. Tag 26. Wenn am Tag 21 der Händler da war, dann würde er am Tag 26 wieder. Ne, 21. 21, 24. 27. Am Tag 27 müsste der Händler kommen. Gute Job, Batman. Ja, also Händler kommt nicht, morgen würde der Händler kommen. Und ich kann momentan nur eine Säge herstellen, da momentan es uns an Teilen fehlt. Ich hätte ganz gerne noch eine Säge, aber hier, es fehlt uns an Teilen. Habe ich jetzt vergessen. So, leicht verletzt, lassen wir die Leute wieder schlafen. Oh, das ärgert mich jetzt ein bisschen. -19 Grad geht auch noch. Legen wir trotzdem nochmal nach. Hören nochmal Radio. Und dann schauen wir nochmal, dass wir noch irgendwo
Sachen mit Wert auftreiben können. Und dann zum Schluss können wir nochmal ins Lagerhaus gehen. Morgen wird der Ederhändler kommen. Es wird viel kälter, Schnee wird kommen. Klassische Musik. So, in Pogorum wird derzeit mit Zigaretten und Tabak bezahlt. Die Güter gehen der Stadt allerdings langsam aus. Was wird geschehen, wenn nichts mehr übrig ist? Ja, das habe ich mir auch gedacht in unserem letzten Run. Da wurde auch gesagt, Zigaretten ist Mangelware. Und dann bin ich da mit 50 Zigaretten auf den Schwarzmarkt gegangen, wollte dort handeln mit den Zigaretten und die waren nichts wert. Obwohl im Radio gesagt wurde, horrorende Preise, horrorende Preise. Awesome Patman. Schreiben kann ich Englisch auch, super. Aber sprechen, da hapert's noch bei mir. Schreiben kann ich auch sehr gut Englisch. Ja. I always trade my ballistic weapons and ammo with the tradesman. Silent kill, hatchet, forever. Ja. That was the way we get this here. Aber es ist auch ein ziemlich nice Run, muss man sagen. Also, wir konnten ziemlich schnell ziemlich viel einnehmen. Wir sind so gut ausgestattet. Es kann eigentlich gar nichts mehr schief gehen momentan. So, das Reisebüro. Also hier wurde ja auch gesagt, dass dort einer drin ist. Ist die Frage, ob er jetzt wirklich feindselig ist oder ob er nicht feindselig ist. Wir bräuchten ganz gerne Sägen und die müssen wir jetzt herstellen. Also ich würde das Lagerhaus würde ich jetzt nicht nochmal besuchen wollen. Da würde ich sagen, gehen wir in das Hotel. Oder aka Reisebüro. Also das würde ich jetzt vorschlagen. Nehmen wir das Reisebüro. Wir können ruhig wieder Roma mitnehmen. Ich weiß momentan nicht genau, was da auf mich wartet. Ob er tauschen möchte. Ich kann mal vorlesen. Dieses kleine, doch luxuriöse Hotel war früher Besitz des Reisebüros vom Pogoren. Kurz vor der Belagerung sind die Besitzer und die ausländischen Journalisten, die dort einquartiert waren, aus der Stadt geflohen. Kürzlich ist dort jemand eingezogen und hat verlauten lassen, dass er offen für Tauschhandel ist. Vielleicht hat er etwas Nötiges für uns. Also es ist diesmal kein Irrer oder so. Ist die Frage, ob wir den töten wollen und ob er vielleicht gute Sachen hat. Ich würde sagen, wir nehmen unsere Ausrüstung mit, kann er nicht schaden. Wir lassen schlafen Bruno und Katja und sie kann und Darisa kann Wache stehen. Roman nehmen wir mit und wir gehen ins Reisebüro. Wir nehmen wieder unsere übliche Angelausrüstung mit. Das wäre unsere Angel, nee, unsere Taschenlampe. Unsere Batterien für die Taschenlampe, unsere Angel, Angelausrüstung und von mir aus nehmen wir noch eine Brechstange mit. So, gucken wir mal, was da abgeht. Ich bin hier einmal ein paar Stunden lang Schlange gestanden. Ich hielt das damals für den schlimmsten Tag meines Lebens. So, dann gucken wir doch mal, ob der Typ gefährlich ist oder nicht. Und wenn ja, dann wollen wir das haben, was er besitzt. Hey, ich habe etwas, das dir gefallen wird. Nicht wirklich, mein Freund. Nicht wirklich, mein Freund. Aber hier unten sind noch welche. Was? Wer ist das da? Wer ist das? Hast du noch Freunde? Ja, er hat noch Freunde hier. Ist so die Frage, ob er gewalttätig ist. Hey, Sie, möchten Sie handeln? Gehen Sie zum Tauschhändler im ersten Stock. Noch ein Geräusch? Was haben wir denn hier noch? Hier ist auch noch jemand. Der schläft, hat wahrscheinlich irgendwie geschlafen oder hat sich getarnt. Und wenn man genug getrunken hat, dann denkt man, man kann auch Englisch. Ich habe das mit Deutsch, haha. Mehr Bier, gleich weniger Deutsch, aber besser Englisch, haha, Joke. So, was haben wir denn hier alles noch? Gucken wir mal ins Ruhe um.
Also wahrscheinlich werden die Sachen am wertvollsten sein, die sich direkt bei den Händlern aufhalten. Gucken wir mal, was wir hier noch finden. Was ist denn hier drin? Naja, bevor wir mit leeren Händen nach Hause gehen, hier haben wir eine. Okay, hier ist eine Säge. Und hier ist einer mit einer Pistole. Hier hätten wir die Schrottteile, die wir benötigen für die Säge. Nehmen wir durch mal mit. So. Jetzt müssen wir hier noch hingehen, alles klar. Wahrscheinlich ist es auch nicht schlimm. Versuchen wir die jetzt erstmal alle erstmal schön kalt zu machen. Und dann können wir später hier auch nochmal ordentlich durchgehen und alles mitnehmen. So, wie viele Leute sind hier? Drei Leute. Also vier Leute sind es insgesamt. Vier Leute, die wir töten müssen. Und nicht müssen, die wir töten können. So, hi Leute. Ich schließe mal die Tür, ja? Stört euch nicht. Okay, kommt einer hoch. Okay, anscheinend sind die nicht so ganz gefährlich, aber die hier unten wahrscheinlich. Stirb, verdammter Mistkerl. Mist, der hat mich gesehen. Oh ja, wir sind böse. Wir sind böse, Leute. So, dann würde ich sagen, öffnen wir uns mal den kleinen Durchgang. Aber das war jetzt böse. Ich fühle mich gerade so ein bisschen schlecht, aber was soll's. Packen wir so ein paar Sachen weg. Die Pumpkin brauchen wir nicht. Gucken, was wir hier noch finden. Der hatte nichts dabei. Willst nicht. Der Händler hatte nichts dabei. Hier oben hat auch einer mit der Pistole. Hier oben ist einer mit der Pistole. Keine Sorge, ich töte dich nicht. Kann ich mal da ran? Dankeschön. Ja, in der DDR wurde damals Russisch gelernt. Können wir ja mitnehmen. Brauchen tun wir es erstmal noch nicht. Okay. Ich glaube, hier haben wir keine Leichen mehr rumliegen. Dann können wir nur noch hier alles mal wegpacken und dann noch. Oh, 4.20 Uhr schon! Wir müssen uns beeilen, wir müssen uns beeilen. Im Osten war das so damals. So, was nehmen wir da jetzt alles mit? Die Pumpgun können wir mitnehmen, die Schrottteile. Die Schrottteile, was lassen wir hier? Lass mal die Pistole hier, nehmen wir die Schrottteile mit. So. Ab nach Hause. Hier können wir ja auch nochmal hinkommen. Aber Hauptsache, erstmal geklärt. Dann können wir dann, nachdem wir dann im Lagerhaus waren, dann nochmal hierher kommen.
Aber wie gesagt, wir brauchen hier vor nichts mehr Angst haben. Wir haben wirklich alles. Wir haben keine Angst mehr. Wir können uns mit allen anlegen. Wir sind quasi diejenigen, die Zivilisten, die Krieg machen. Das war eine Glücksnacht. Ihr werdet nicht glauben, was ich gefunden habe. Der ist total hart, der Mann. Und eine ruhige Nacht. Okay. Dann würde ich sagen, isst du mal was? So, wir stellen jetzt noch eine Säge her, was nicht vergessen. So, Roman, kannst dich schlafen legen. Arisa ist auch was. Ne, da wollte ich nicht ran. Ich wollte zu der. Nein, 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 du nicht. So, stellen wir noch eine Säge her. Und jetzt können wir nochmal ins Lager ausgehen. Zwölf Grad, Leute, es ist kalt. Es ist richtig kalt. Schneit es denn schon? Nee. Schneien tut es noch nicht. Aber in der Sprache kann ich kein Bier bestellen. Aber in der Sprache kann ich kein Bier bestellen. Ich habe auch Englisch, Deutsch, Französisch gelernt. Verrückt. Je suis twist on fire. Englisch und Französisch hatte ich erst ab der 7. Klasse. Und ich ab der 10. So, nehmen wir mal die letzte Konservendose und füttern wir damit mal unsere Falle. So, die. Jetzt haben wir hier zwei Sägen. Haben wir. Wunderbar. Jetzt ist nur die Frage, ach, sollen wir noch Musik spielen? Sie ist traurig, warum bist du traurig? Es ist ein Kampf ums Überleben, wir oder sie. Ich werfe Roman das, was er getan hat, nicht vor. Die großen Fische fressen die kleinen. Wir sind nicht anders, so sieht es nämlich aus. Wir sind die großen Fische. Aber Französisch klingt ein bisschen schwul. Pivo ist im Bier, ist Bier in Russisch. Bliat. So. Lassen wir sie auch was essen. 20 Grad ist in Ordnung. Dafür, dass noch kein Schnee liegt. Nach meiner Meinung. So, und da haben wir ja auch schon auf den Mann, auf den wir gewartet haben. So, lassen Sie uns ein Geschäft machen. Das machen wir auch. Wir möchten haben, das Gemüse möchten wir haben. Von mir aus die beiden Fleischstückchen und den Rest können wir dann auffüllen. Verkaufen tun wir eine Shotgun und noch eine Shotgun. Was möchte man noch haben? Wir wollen haben noch Schrottteile. Handeln wir mal. Was können wir noch handeln? Hier noch eine Darmbinde für dich. Dafür möchte ich haben das hier. Ich möchte Holz haben. Kann man bestimmt noch was kriegen, aber so viel Platz habe ich gar nicht. Nach meiner Meinung. Stimmt, da kann man auch ein Russlandbier kaufen. Haha, hast du vielleicht recht. Machen wir doch. So, Pseudomedikamente können wir auch nochmal eintauschen. Die Zahnräder. Das letzte Holz, was er hat. Und von mir ist auch noch Wasser. Das reicht nicht. Handeln wir erstmal. Das Wasser wollen wir auch haben. Bieten wir ihm das hier auch nochmal an. Wir möchten das Wasser haben. Von mir aus die Bücher hier noch. Kaffee vielleicht. Ja, ansonsten sind wir glücklich. Haben wir ihn aufgekauft. Können wir Tschüss sagen. Säge haben wir jetzt auch. 22 Grad ist auch in Ordnung. Dann können wir jetzt den Rest noch, können wir noch ein bisschen Musik spielen. Und mal das Radio anmachen. So, was haben wir denn hier Schönes? Es wird viel kälter, Schneefälle kommen, das wissen wir. Klassische Musik.
Pogoren, Zigaretten und Tabak, das stimmt irgendwie gar nicht. So, infolge von schweren Verlusten hat sich das Militär zu seiner früheren Stellung zurückgezogen und versucht nun erneut direkten Auseinandersetzungen aus dem Weg zu gehen. Es sollte wieder möglich sein, sich durch die Stadt zu bewegen. Gut, die Straßensperren für Zivilisten wurden aufgehoben. Da wir jetzt die Segen haben, werden wir das Lagerhaus besuchen mit unserer Katja. So, plündern wir, Wache stehen und zweimal schlafen. Wir werden das Lagerhaus besuchen und wir werden an die Segen denken. Säge, Säge, Brechstange. Und ab geht's. Und sind wir mal gespannt, was wir da finden. Machen wir weiter. Fangen wir hier unten an. So, das lohnt sich doch schon eher. Lass ich erstmal hier. Ich möchte irgendwie nicht selbst herstellen mehr. Denn wir können so viele Sachen eintauschen, die haben es gar nicht nötig, irgendwelche Sachen herzustellen. Gucken wir hier nochmal rein. Da ist ein Gitter. Mit einem Sägeblatt könnte ich sie doch durchsägen. Dann machen wir das hübsch. Hey, mach auf. Na toll. Jetzt gibt es zwei Gitarren. Okay. Also nicht wirklich viel, was wir haben hier. Raumin. Thank you for following. So, jetzt sind wir nochmal hier. Natürlich haben wir jetzt hier auch eine Menge Sachen liegen lassen. Allerdings sind die Sachen nicht besonders gerade wertvoll, die wir jetzt haben wollen. Stimmt das? Weiß das jemand? Hab mal gehört, er soll blind machen. Wenn man einige Liter pro Tag trinkt, na gut, ne? Also dann gibt es ja noch ganz andere Getränke, wenn man davon ein paar Liter trinkt. Also Absinth würde ich auch dazu zählen. Nehmen wir halt mal auch die wichtigsten Sachen mit hier, was wir jetzt mitnehmen wollen. Aber jetzt so richtig wollen, mitnehmen wollen wir eigentlich nicht. Those med parts are expensive too. Good trading item if you are not making meds out of them. Okay. Then I will take it. Dann nehme ich sie mit. Then I will take it. Mein Freund. Dann nehmen wir sie mit. Hier oben war noch irgendwas. Hier oben, ich glaube, Elektronikparts, glaube ich. Elektronikteile. Lass mal gucken. Ich glaube, hier irgendwo sind noch Elektronikteile. So, genau, nehmen wir auch noch mit. Mal hier noch irgendwo E-Teile liegen lassen. Aber ansonsten werden wir jetzt Lagerhaus nicht nochmal gehen. Also es lohnt sich nicht. Absinth, ja, hab ich mal probiert, Marco. Geht gar nicht. Ich mag's auch nicht. Absinth ist auch nichts für mich. Da trinke ich lieber meinen Wodka, ohne Witz. Dann lieber Wodka. Absinth kannst du anzünden mit dem Feuerzeug. Es brennt. Kannst du dann trinken. Nein, das will ich nicht mitnehmen. War das hier? Ich glaube, es war hier, oder? Ja. Gut, was lassen wir hier? Wir lassen hier
Guck mal, dass wir noch den Schrott voll kriegen. Und dann kommen wir nie wieder hierher. Dann reicht uns das. Also, you can make your own pile if you like. Backpack drop. So, when you come back to the army, I have to check one place. Yeah, yeah, that's right. I usually make that. But with 12 back slots for my back, I think it's take too much time. In bigger places like this here. So. Habe ich noch irgendwo ein paar Schrottteile liegen lassen, ist die Frage. Irgendwo noch ein paar Compounds. Was war hier? Lassen wir das Lager aus dem abgeschlossen. Ich möchte nicht nochmal herkommen. Das ist überall vereinzelte Sachen und dann auch immer nur ganz wenig. Das ist echt nervig. Aber wir haben jetzt hier alles aufgesägt. Hier können wir mal gucken, ob wir hier noch Compounds haben. Also ein paar Schrottteile. Nee. Immer nur einzelne Sachen, das ist nervig. Nein. Okay, dann war's das. Oder? Gucken wir hier nochmal. Nur Schrott liegt hier rum. Gut. Lagerhaus, Storage Room, abgehakt. Und jetzt wird es sehr kalt werden. Marco, kannst du in Englisch mal Juwelen sagen? Jewels. Bekommen wir bei dem Wort immer einen Knoten in der Zunge. Jewels. Oder Jewel. Gibt es ja auch Jewel Quest. Da kannst du dir auch merken. Katja war auf so nach Vorräten und hat einige interessante Dinge mitgebracht. Roman war wütend und hat mal wieder mit uns gestritten. Es war nicht leicht, ihn zu beruhigen. So, jemand hat versucht, uns auszurauben. Es war eine ziemlich zähe Gruppe, aber wir haben es geschafft, sie fernzuhalten. Glücklicherweise waren wir alle bewaffnet, keiner von uns wurde verletzt und die Angreifer haben nichts gestohlen. Unsere Wachen leisten gute Arbeit. Wir brauchten 7 Munition. So, Leute, jetzt haben wir hier tatsächlich Schnee. Das neue Haus hier im Schnee mit unserem Baumhaus. Das sieht auch schön aus, finde ich. Sieht schön aus. So, Leute, dann ist irgendwer sehr hungrig. Also ab jetzt werde ich nur noch Leute essen lassen, die sehr hungrig sind. Was haben wir hier in der Biografie? Tag 24. Wie er mit den Gangstern fertig geworden ist. Roman ist eine harte Nuss. Realität ist grausam. Wenn wir überleben wollen, dann müssen wir genauso grausam sein. Jemand hilft dich weiter. Diese Hürde sind tot und nichts kann etwas daran ändern. Genauso sieht das aus, Bruno. Genauso sieht das aus. Es ist 10 Grad. 10 Grad. Es ist natürlich richtig kalt. Komm mal hier. Yep, ich kann. Jevels, yep, ich kann sie aussprechen. Geht nicht. So, dann wollen wir hier die ganze Kiste mal ein bisschen einheizen, die Butze hier. Damit ja auch keiner krank wird. So. Dann würde ich sagen, nehmen wir noch eine Konservendose hier rein. Und sie ist wach. Dann kann sie hier wieder auf der Gitarre rumklimpern. So, wir haben jetzt 18 Grad. Der Ofen läuft da volle Pulle. Beobachten wir das mal. Aber wenn das nicht ausreicht, dann werden wir noch unseren zweiten Ofen befeuern. So, sie ist müde. Hören wir nochmal kurz Radio. Es ist kalt. Leider wird in den kommenden Tagen kein Temperaturanstieg erwartet. Achten Sie also darauf, dass das Feuer Tag und Nacht brennt. Es spielt klassische Musik. Das haben wir schon gehabt. Schwere Verluste. So. Ist in Ordnung. So, dann lassen wir mal die Katja schlafen. Heute haben wir Tag 28. 21, 24, 27. Das heißt, am Tag 31 kommt der Händler wieder. Wer ist das? Ah, ich kenne den Typen. Der will wieder... Warte mal, hier ist es zu kalt. Ein bisschen wärmer machen. So. Der hat wieder einen Deal vor, wahrscheinlich. Haben wir irgendwen, der wach ist? Wer ist wach? Ich glaube, Arisa, ne? Ah, du bist wach. Du legst dich am besten schlafen. Arisa, Gitarre weg.
Verkäufer an der Tür. So, du bist neu hier, oder? Okay, dann möchtest du wahrscheinlich das Paket der humanitären Hilfe mit uns. Nee. Könnt ihr mir bei einer Sache helfen? Hallo Nachbar. Du bist nicht von hier, oder? Ich bin hier, um dir zu sagen, dass eines der Häuser in der Nähe verlassen ist. Die Eigentümer haben die Stadt verlassen, als das noch möglich war. Wenn du mir hilfst, reinzukommen, könnten wir etwas Wertvolles finden. Was sagst du dazu? Natürlich machen wir das. Wir nehmen alles, was umsonst ist. So, was ist mit meinen Leuten hier los? Roman hat was Neues in der Bio hier. Ich habe getan, was getan werden musste. Wichtig ist, dass ich die Vorräte gefunden habe. Ich würde lieber töten, als getötet werden. Okay. Wir können es ja noch merken. Wir haben auf jeden Fall noch das Reisebüro. Haben wir komplett ausgeräumt. Also wir haben es zumindest geklärt. Jetzt könnte man da nochmal mit einer Brechstange vorbeigehen und nochmal alles einsammeln, was wir da gefunden haben. Was unsere heutige Aufgabe jetzt hier ist, ist einfach nur zu gucken, dass es nicht zu kalt wird. Also wir müssen hier das Haus hier über 15 Grad halten. Das ist momentan unsere Aufgabe. So, hier haben wir Roman, Bruno. Bruno ist gar nicht müde. Dann können wir mit ihnen hier schon mal genüsslich Feuerholz verteilen und eventuell auch ein neues herstellen. Na gut, ist ja eh wach. Machst du halt weiter. So, was haben wir denn hier? Ein paar Gedanken. Unser Unterschlupf fühlt sich fast wie ein Zuhause an. Hier finden wir Erleichterung und können uns wieder fangen. Wir haben einen Sessel. Wir haben Sessel, jedoch fehlt es uns an Stühlen. Wir haben Betten und können unter vernünftigen Bedingungen schlafen. Falls jemand krank oder verletzt wird, haben wir einen Ort zum Ausruhen. Wir haben ein Radio hergestellt und höre es gerne. Gut, dass wir eine Gitarre haben. Denn dieses einfache Instrument muntert uns in diesen harten Zeiten auf. Wir sind froh, dass wir einige Bücher haben. Lesen hilft an diesen Schrecken des Krieges zu vergessen. Hier zu bleiben, bietet mir Pastros in diesen schwierigen Zeiten. Wir brauchen momentan 6 Zigaretten, weil momentan Roman gerade weg ist. So. Wir nutzen nochmal 33 Schrottteile, 24 Zahnräder und 61 Holz. Ja, da müssen wir jetzt nur mal schauen. Brauchen wir denn noch irgendwas, ist die Frage, ja. Wenn wir jetzt hier das hier verbessern wollen würden, könnten wir das tun. Allerdings haben wir dann keinen Schrott mehr und nur noch die Hälfte unseres Holzes. Ja, also ich würde abraten davon, denn uns geht es ja eigentlich noch gut. Zigaretten haben wir auch noch. 1, 6. Okay, Leute, wir brauchen Zigaretten, aber die können wir auch herstellen. Das ist kein Problem. Dann würde ich sagen, stellen wir Zigaretten her. Wenn wir wollen, könnten wir sogar jetzt schon mal eine Bandage erstellen. Aber wir haben genug von allen. Ich würde sagen, wir stellen mir in Ruhe Zigaretten her. Da haben wir ja Zeit für. 48 Stück, würde ich sagen, reichen. Und dann gucken. Wenn da noch jemand aufwacht, dann können wir nochmal die Plätze tauschen, dass da nochmal Gitarre gespielt wird. Jetzt haben wir es 23 Grad. Sieht zwar nicht so aus, als wenn es hier in diesem Haus 23 Grad sein sollte, aber ist es tatsächlich. So, Romanski, dann würde ich sagen, spielst du Gitarre. Wir wollen doch nicht, dass die Zigaretten ausgehen und dann wieder Mord und Totschlag herrscht. Haben wir Radio schon gehört? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Ob wir Radio gehört haben? Ich glaube ja, haben wir gehört. So, dann besuchen wir jetzt das Lagerhaus. Und nehmen eine Brechstange mit. Ach, schade. Wegen Schnee kommen wir nicht zum Lagerhaus. Was würde sich dann anbieten? Doppelhaus, zerstörte Villa, Baustelle. Wollen wir zur Baustelle? Aber Roman ist doch weg. Ja, das stimmt.
Leute, ich überlege ganz kurz, wo wir hingehen. Ich gehe ganz kurz aufs Klo. Ich bin gleich wieder da. Und dann überlegen wir uns mal, wo wir hingehen wollen. Also momentan können wir leider nicht ins Reisebüro, wo wir eigentlich jetzt noch eine Menge Sachen liegen lassen haben. Und hoffen, dass die Sachen noch da sind, wenn die Straßen wieder begehbar sind. Ich bin kurz aufs Klo. Ich bin gleich wieder da. Bis gleich. Natürlich startet man nicht gleich nochmal einen neuen Run, sondern das war einfach nur eine alte Meldung. Wir werden diesen Run zu Ende spielen, das werden wir tun. Aber wir werden nicht danach gleich noch einen neuen Run starten. So, aber ich sagen, können wir weitermachen. Ich sehe jetzt auch schon, ja, Baustelle oder Villa. Wir gucken erstmal nochmal die Villa an. Was gibt es denn in der Villa zu tun? Es heißt, dass einige Leute immer noch hier leben und sich den Widrigkeiten stellen. Sie müssen etwas Vorrat haben, Konservendosen zum Beispiel und vielleicht auch Bandagen und Medikamente. Das wäre die zerstörte Villa und würde wieder unsere Leute wieder traurig machen, wie ich das sehen würde. In die Baustelle, da könnten Scharfschützen sein. Und vielleicht können wir welche ausschalten, aber leider mal Roman ist sogar da. Wir nehmen Roman mit. Nehmen wir Roman, dann lassen wir Bruno im Bett schlafen und dann kann Katja Wache stehen. Wir gehen zur Baustelle. Wir versuchen diesmal, diese Scharfschützen zu eliminieren. In unserem letzten Run sind wir ja auch auf diese Scharfschützen gestoßen. Allerdings haben wir uns bald in die Hose geschissen mit Pavel, als wir die dann gesehen hatten. Ich denke mal, Roman wird da ein bisschen härter durchgreifen können. So, dann würde ich sagen, nehmen wir die übliche Angelausrüstung mit. Unsere Angel, unsere Taschenlampe, unsere Batterien für die Taschenlampe und unsere Anglerausrüstung. So. Was wir noch mitnehmen können, das wäre eine Brechstange? Nee. Eine Säge bräuchten wir später, aber erst später. Würde ich sagen, ab geht's. Ab zur Baustelle. So, vor dem Krieg wollte ich hier eine Wohnung kaufen. So, wir lassen jetzt meine Sachen liegen und die Hauptpriorität liegt momentan oben auf dem Dach. Da war ein bisschen Rambo spielen. Oh, hier sind sogar welche. Und leise schleichen. Wir werden ihn von beiden Seiten nehmen. Okay, das ist ja anscheinend eine andere Gegend. Ja, Bewegung jetzt. Okay, die wollen anscheinend wieder umbringen. Die wollen anscheinend jemanden umbringen. Es ist nicht das Szenario mit den Scharfschützen. Es ist ein anderes Szenario. Ich konnte hier auch gerade durchgehen, das war beim letzten Mal nicht der Fall. Gucken wir mal, ob wir ihn irgendwie retten können. Ich glaube es zwar nicht, aber vielleicht geht's ja. Wir wollen die Waffen haben und die, am besten noch die Ausrüstung, die sie mal bei sich tragen. Deswegen werden wir versuchen, die an ihrem Werk zu hindern. Da. Okay, ich konnte ihn nicht retten. Hier ist auch jemand auf der Seite. Tja, leg dir nicht mit Roman an. Aber wir haben sie, Leute, wir haben sie.
Die wurden noch nicht mal gerade verletzt. Na, das lohnt sich doch heute wieder. Ui, eine Menge E-Teile. Gut, aber wir müssen alles plündern, wir müssen alles woanders hinräumen. Gucken wir mal, ob wir hier ein paar Sachen hinpacken können. Denn unsere Hauptaufgabe haben wir schon mal bestanden. Wir haben jetzt hier die Leute getötet. So, was legen wir das mal ab? Zwei kugelsichere Westen. Und die AK. Gucken, dass wir auch alle Sachen mitnehmen, bevor die Sachen verschwinden. Roman schafft sie alle, ja, ne? Also. Läuft ziemlich gut, Roman. Und Darisa. So, hier hätten wir noch ein paar Stecker gehabt. Gut, können uns merken, die brauchen wir auf jeden Fall wahrscheinlich. Also eine Brechstange sehe ich schon mal, brauchen wir. Können wir nochmal oben gucken, was wir noch oben benötigen könnten, ob hier noch Leute sind, aber ich glaube, das sind die einzigen, die da gewesen sind. Hier bräuchten wir eventuell noch eine Säge, wenn wir hin möchten. Okay, zwei Sägen können wir uns merken. Eine für den Keller, eine für hier oben. Ja, würde ich sagen, nehmen wir noch die Sachen mit, die sie fallen gelassen haben. Und dann machen wir sie davon Acker. Und dann können wir dann beim nächsten Mal hier wieder herkommen und die Sachen mitnehmen. Das ist ganz schön Labyrinth hier, finde ich. Es ist ziemlich anzusehen, aber er macht es. Ja, sieht aus wie ein Kind. Ui, das gefällt mir. Dann würde ich sagen, lassen wir sogar hier die E-Parts mal hier. Wir wissen ja, dass sie da sind. Und nehmen die am nächsten Mal mit. Aber Gemüse ist immer gut. So, und dann können wir nochmal hier die kugelsichere Westen mitnehmen. Die Munition können wir erstmal hier lassen. So, haben wir schon mal die wertvollsten Gegenstände mitgenommen. Und dann können wir am nächsten Tag mit Katja hier den ganzen Büro mal chillig alles zusammensammeln. Ab nach Hause. Und am nächsten Mal können wir dann die Tür hier aufmachen. Oh, unter Wasser, wa? Warte mal, Moment, Roman. Ist das hier unter Wasser? Das ist ja cool. In diesem Szenario hier können wir nicht den Keller besuchen, weil der unter Wasser ist. Was ist hier? Okay. Aber ab nach Hause. Mit Katja werden wir plündern, wenn wir hier looten. Elun. Wir kommen am nächsten Tag mit Katja hierher und werden dann alles zusammen sammeln. Alles collecten wir schön zusammen und dann entscheiden wir uns, was wir mitnehmen wollen. Tag 29. Ich habe sehr viele nette Dinge gefunden. Was für eine Nacht. Oder vielleicht nur im Winter, ja? Kann auch sein. So, Roman war auf der Suche nach Vorräten und hat es mitgebracht. Arisa hat einige geplündete Waren aus dem Haus mitgebracht, von dem unser Nachbar uns erzählt hatte. Tabak und Zucker. Das ist in Ordnung. So, wir haben genug. Die Fallen laufen anscheinend noch. Ja, die laufen noch. Das kannst du hier fertigstellen. Und dann werden wir morgen mit Katja den letzten Sachen noch zusammensammeln. Und wir merken uns, wir nehmen eine Säge mit. Haben wir denn eine Säge? Haben wir nicht. Okay, wir stellen eine Säge her.